Hallo Leute, ich möchte heute gerne mal mit euch über das Thema Erwachsenwerden sprechen, beziehungsweise über so ein paar Dinge, die ich einfach ganz gerne gewusst hätte, als ich zu Hause ausgezogen bin. Vielleicht geht's euch da ja so ein bisschen ähnlich wie mir und hier ist so die ein oder andere Info dabei, bei der ihr sonst immer auf Durchzug gestellt habt. Ich arbeite für dieses Video mit der Sparkassenversicherung zusammen und Versicherungen sind auch eines der Themen, über die ich euch gleich noch mehr erzählen werde. Aber fangen wir erstmal mit dem Umzug an sich an. Ich bin ja, wie gesagt, mit 18 von zu Hause ausgezogen, also relativ direkt nach dem Abi und habe mich dafür entschieden, in einer anderen Stadt zu studieren, die 600 Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt war. Das heißt, das ist definitiv so eine Distanz, die man nicht mehr täglich pendeln kann. Ich weiß noch, als bei mir so das Ende der Schulzeit näher kam, dass ich mir ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht habe, was ich studieren möchte. Ich habe irgendwie tausende von Beschreibungstexten gelesen auf verschiedenen Uni-Websites, um zu gucken, okay, was gibt's da? Und habe mir auch ganz genau überlegt, in welche Stadt ich gerne möchte. Ich wusste, ich will irgendwo nach NRW und das sind so Sachen, die ich irgendwo ziemlich genau vor Augen hatte. Aber was ich nicht auf dem Schirm hatte oder ganz spät nur irgendwo berücksichtigt habe, war so die Frage, ja, wo will ich eigentlich wohnen und wie will ich wohnen und wann sollte ich mich vielleicht damit beschäftigen? Ich habe damals einfach total unterschätzt, wie lange man eigentlich braucht, um so eine Wohnung zu finden, beziehungsweise eine WG oder in meinem Fall war das jetzt ein Platz im Wohnheim. Das ist halt schon so eine Sache, wenn man das irgendwann unterhalb des Jahres macht und da halt guckt, aber gerade in so einer Phase, kurz vorm ersten Semester, wenn halt ganz viele Leute irgendwo auf der Suche sind, dann ja, wird das natürlich schwieriger und man hat eine ganz schön ordentliche Konkurrenz. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich mich damals fürs Wohnheim entschieden habe. Das war einfach so ein bisschen eine Budgetfrage, weil das eben relativ günstig war. Theoretisch hätte ich bestimmt auch ein WG-Zimmer so um den Preis gekriegt, aber bei mir war einfach damals das Ding, ja, mit 18, ich war irgendwo so ein bisschen unsicher und weiß nicht, wahrscheinlich hätte ich mich mit fremden Leuten in der Wohnung einfach nicht so wohl gefühlt. Deswegen war das schon der richtige Schritt, aber das müsst ihr halt ganz individuell für euch selbst entscheiden, was eben eine Wohnsituation ist, die ihr euch vorstellen könnt und natürlich auch ganz wichtig, wo halt das Budget auch mitspielt. Ich dachte mir damals auch, dass so ein bisschen der Vorteil an den Wohnheimen ist, dass es einfach eine ganz klare Bewerbungsfrist gibt und ich wusste, okay, dann muss ich meine Unterlagen abgeben und ich dachte mir einfach, wenn dafür so ein klares Datum dasteht, dann werden die bestimmt auch relativ zeitig irgendwo eine Rückmeldung geben oder dafür wird es bestimmt auch ein Datum irgendwo geben. Ja, nur dass dann einfach keine Rückmeldung kam. Das ist auch so eine Sache, die ich ganz häufig von euch lese, wenn es eben so um das Thema Wohnungssuche geht, dass ihr auch sagt, ja, ich habe mich jetzt irgendwo beworben, auch um einen Platz in der WG, aber ich kriege irgendwie keine Rückmeldung. Ich weiß nie so genau, was da jetzt der Stand der Dinge ist, ob ich da eine Chance habe oder ob ich lieber noch woanders weitersuchen sollte. Das ist natürlich ein super schwieriges Thema und auch immer so eine Einzelfallsache, woran das jetzt halt gerade liegt. Aber was ich euch auf jeden Fall raten kann, ist einfach möglichst zeitnah oder so früh es irgendwo geht, mit der Wohnungssuche anzufangen. Was einen da auch meistens schon mal ein gutes Stück voran bringt, ist eigentlich offensichtlich, aber ganz häufig macht man das halt trotzdem nicht, ist mal in einen persönlichen Kontakt zu gehen. Das heißt, entweder dort anzurufen oder sogar einfach mal wirklich vor Ort vorbeizuschauen. Das ist so eine Sache, die wir damals beispielsweise gemacht haben, als es um das Wohnheim ging. Als da ewig keine Rückmeldung kam, bin ich mit meinen Eltern zusammen in meine Studienstadt gefahren und wir sind da zum Studentenwerk gegangen, die eben diese Wohnheime vermieten. Und die Mitarbeiterin dort meinte dann auch, dass es gar keine so blöde Idee war, dass wir einfach vorbeigekommen sind, weil sie eben sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen und dann kann es natürlich passieren, dass da mal was untergeht. Oder sie kommen auch einfach mit den Absagen nicht schnell genug hinterher und sie meinte dann halt auch, okay, ja, wenn sie hier schon auf der Matte stehen, ich habe gerade zufälligerweise noch zwei Plätze frei in zwei verschiedenen Wohnheimen. Suchen Sie sich eins aus. Und als ich dann endlich alleine gewohnt habe, habe ich gemerkt, oh Gott, da kommt echt ein ganz schöner Haufen Aufgaben auf mich zu. Jetzt muss ich plötzlich gucken, dass ich nicht verhungere, dass ich nicht im Staub ersticke, dass ich ständig saubere Wäsche habe. Und das ist definitiv so eine Sache, die ich echt allen unter euch raten kann, die noch zu Hause wohnen. Nutzt diese Gelegenheit und stellt echt alle Fragen, die irgendwo gehen. Ich meine, klar, man kann natürlich später auch noch zu Hause anrufen und Fragen stellen, aber gerade irgendwie, wenn es um so Sachen geht wie kocht man eure Lieblingsgerichte, dann ist es vielleicht ganz schön, das irgendwo mal zusammen durchzugehen, Schritt für Schritt und ja, das ist dann doch nochmal was anderes, als nur die Ratschläge so zu bekommen. Ach ja, und ich hätte vielleicht nicht irgendwann panisch zu Hause anrufen müssen mit der Frage, ob es eigentlich normal ist, dass mein Geschirr in der Spüle zu schimmeln anfängt. Nein, Lisa, das ist nicht normal. Das passiert einfach, wenn du eine Woche lang nicht abspülst. Oh ja, ganz wichtiger Tipp, wenn wir schon beim Thema Schimmel sind. Es ist ganz, ganz wichtig zu lernen, die richtige Menge an Lebensmitteln einzukaufen. Da ist mir am Anfang auch wirklich richtig viel kaputt gegangen, was total schade war. Aber ich habe mich einfach so ein bisschen an dem orientiert, halt, was meine Eltern eingekauft haben.
Nur dass wir halt damals dann zu dritt zu Hause waren und diese Menge an Essen gegessen haben und für mich allein, ja, das einfach viel zu viel war. Und das hat echt eine Weile gedauert, bis ich das dann gut abschätzen konnte. Und was beim Einkaufen natürlich auch eine Rolle spielt, ist das Thema Finanzen. Und auch da würde ich euch raten, mal mit euren Eltern drüber zu sprechen oder auch einfach generell mit Leuten in eurem Umfeld, die halt schon alleine leben und die mal zu fragen, was gibst du denn eigentlich so im Monat für welchen Lebensbereich aus? Ich hatte echt überhaupt kein Gefühl für Geld, was jetzt in dem Fall nicht heißt, dass ich zu viel ausgegeben habe, sondern ganz im Gegenteil, dass ich immer dachte, oh Gott, ich habe zu wenig und ich muss hier und da sparen. Ich meine, klar, das ist irgendwie besser als andersrum, aber ja, es setzt einen halt trotzdem irgendwo unnötig unter Druck. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, einfach so eine Liste zu schreiben für jeden Monat. Was zahle ich an Miete? Was geht drauf für Essen, für Klamotten, für Unibücher? Weil da sieht man halt einfach ganz gut, was dann doch am Ende des Monats zusammenkommt. Und man kann auch die Monate untereinander so ein bisschen vergleichen. Und gerade wenn man irgendwo sparen kann, hat man dann auch die Übersicht, in welchem Bereich das vielleicht möglich ist oder in welchem Bereich man gerade einfach zu viel ausgibt. Ja, und es tut auch dem Speiseplan ganz gut, damit es nicht irgendwo ab Woche 2 nur noch Toast mit Margarine und Nudeln mit Ketchup gibt. Was übrigens zum Thema Sparen auch noch ganz praktisch ist, es gibt ganz häufig Rabatte für Studierende. Also erstmal natürlich so in diesem typischen Freizeitkontext, das heißt in Schwimmbädern, in Kinos, für irgendwelche Ausstellungen, aber auch wenn ihr zum Beispiel online Sachen bestellt, gibt es häufig irgendwo 10% oder 20% Rabatt. Dann gibt es einige Streamingdienste, die eben so einen Sonderstudierenden-Tarif haben und was ich auch immer ganz cool fand, bei uns im Biomarkt um die Ecke war jeden Mittwoch irgendwo Studierendentag und wenn du da deinen Ausweis mit dabei hattest, dann hast du auch 20% auf deinen Einkauf bekommen. Da habe ich auch einfach immer geguckt, dass ich mitnehme, was irgendwo geht und immer so ein bisschen die Augen aufgehalten. Auch da vielleicht so das ein oder andere Mal nachgefragt und gesagt, wie ist es denn? Habt ihr vielleicht auch irgendwelche Rabatte? Und ja, letzten Endes kann man dadurch halt wirklich Geld sparen. Ja, und damit wären wir dann beim Thema Versicherungen. Und da verstehe ich sehr, sehr gut, wenn das eine Sache ist, die einen verwirrt oder die einem vielleicht auch so ein bisschen Angst macht. Ich denke mal, bei den meisten von euch wird das auch so sein, dass man in der Schule entweder gar nichts oder nur so ein bisschen was darüber gelernt hat und ja, dann irgendwo dasteht, wenn man irgendwo raus ist aus der Schule und anfängt zu arbeiten oder anfängt zu studieren und sich denkt, ja, ich weiß, ich brauche da irgendwas, aber ich weiß nicht was, ich weiß nicht wie viel. Also zunächst mal ist es da so, dass ihr bis 18 bei euren Eltern mitversichert seid. Also jedenfalls, was so die Basics angeht, also die Krankenversicherung und die Haftpflichtversicherung. Und das sind auch definitiv zwei Sachen, die ganz, ganz essentiell und wichtig sind. Bei der Krankenversicherung ist es dann so, dass wenn ihr noch nicht arbeitet, ihr bis zu eurem 23. Geburtstag bei euren Eltern mit krankenversichert bleiben könnt und wenn ihr studiert, dann geht das sogar bis 25, aber ja, spätestens dann müsst ihr euch eben mit dem Thema beschäftigen. Bei mir persönlich ist es jetzt so, dass ich nur die Öffis benutze, aber für den Fall, dass ihr ein Auto habt, dann braucht ihr natürlich eine Kfz-Haftpflichtversicherung und falls ihr ins Ausland geht, würde ich an eurer Stelle auch immer mal checken, wie das denn ist mit eurer Krankenversicherung, ob die auch für das jeweilige Land gilt oder ob ihr dann eben eine Auslandskrankenversicherung braucht. Ja, und dann ist da noch die Berufsunfähigkeitsversicherung und das ist wahrscheinlich so eine Sache, die meisten von euch nicht auf dem Schirm haben. Das ging mir ehrlich gesagt auch so und wenn ich mich so im Freundeskreis umhöre, dann ist das für die meisten halt auch immer noch ein Fremdwort oder so eine Sache, über die halt deutlich weniger gesprochen wird als über die anderen Versicherungen. Und für mich war das auch ganz lang sowas, dass ich vielleicht mal irgendwo gehört habe, aber worunter ich mir nichts vorstellen konnte. Und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, sind dann irgendwann meine Eltern zu mir gekommen und haben gesagt, Lisa, das ist so eine Sache, um die wir uns vielleicht mal kümmern sollten. Inzwischen ist es jetzt so, dass ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe und die ist eben ganz wichtig für den Fall, dass euch was passiert und dass ihr nicht mehr arbeiten könnt. Und dabei geht es jetzt nicht nur um körperliche Verletzungen, sondern zum Beispiel auch um psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Burnout. Und das sind ja leider Sachen, die so in unserer Leistungsgesellschaft eine immer größer werdende Rolle spielen. Hier in Deutschland ist es sogar so, dass die psychischen Erkrankungen die häufigste Ursache dafür sind, dass Leute eben berufsunfähig werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass halt auch im Hinterkopf zu behalten und sich jetzt nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht einen Job, der irgendwie super körperlich anstrengend ist, sondern ich sitze ja nur im Büro, eben auch dann kann das passieren. Ja, und neben Leistungsdruck und Stress gibt es halt auch einfach diese typischen Volkskrankheiten, die halt auch jede Berufsgruppe treffen, also Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nervenerkrankungen und so weiter. Ja, und wenn wir nochmal zurückgehen zu den psychischen Erkrankungen, dann ist das bei mir persönlich so eine Sache, wo ich einfach vor 2 Jahren mit 22 gemerkt habe, wirklich relativ jung, dass ich halt einfach auch nicht unkaputtbar war, weil ich da echt für eine gewisse Zeit mit Burnout zu kämpfen hatte und mir jetzt im Nachhinein denke, ey, wenn das so eine Geschichte gewesen wäre, die sich echt länger hingezogen hätte, dann hätte ich da ohne Berufsunfähigkeitsversicherung halt echt alt ausgesehen, wenn ich nicht hätte arbeiten können. Und ich finde es halt auch krass, wenn ich mich in meinem Freundeskreis so umhöre oder auch unter Arbeitskolleginnen und Kollegen, dass mir da ganz viele sagen, dass sie auch mit irgendwelchen Stressgeschichten zu tun haben, sei es eben auch psychische Erkrankungen oder auch sowas wie alle möglichen Rückenschäden und so weiter. Also ja, da kommt halt ganz viel auch schon zusammen,
selbst in einem jungen Alter. Damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür habt, was denn Sache ist, wenn man jetzt keine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, habe ich so ein paar Zahlen für euch. Wenn ihr in einer Situation seid, in der ihr nicht mehr arbeiten könnt und ihr habt keine Berufsunfähigkeitsversicherung, dann zahlt euch euer Arbeitgeber, wenn ihr fest angestellt seid, für die ersten 42 Tage euren Nettolohn weiter. Ab dem 43. Tag ist es dann so, dass die Krankenkasse übernimmt. Die zahlt euch allerdings nicht mehr 100%, sondern nur noch 79% von eurem Nettolohn. Und dann nach 78 Wochen, also nicht mal anderthalb Jahren, wird eine staatliche Erwerbsminderungsrente gezahlt und die beträgt dann nur noch 34% eures Bruttoeinkommens. Also ihr könnt ja mal rechnen, wie wenig das dann nur noch ist. Ja, und um das Ganze dann noch so ein bisschen komplizierter zu machen, bei dieser staatlichen Erwerbsminderungsrente ist es dann halt auch noch so, dass ihr die nicht ganz sicher zu 100% ausgezahlt bekommt, sondern das hängt auch so ein bisschen davon ab, ob ihr jetzt wirklich komplett nicht mehr arbeiten könnt oder nur noch weniger Stunden sozusagen als früher. Dann kann es zum Beispiel passieren, dass ihr auch nur die Hälfte des Betrags bekommt oder ab 6 Stunden, die ihr täglich arbeiten könnt, bekommt ihr sogar gar nichts mehr. Okay, das waren jetzt doch echt einige Zahlen, aber um es kurz zu fassen, es macht eben wirklich einen Unterschied, wenn man so eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, beziehungsweise ohne, ist es in so einer Situation halt wirklich finanziell schwierig. Falls ihr euch dafür entscheiden solltet, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, dann ist es so, dass die Höhe davon auch davon abhängt, wie viel ihr eben verdient und wie viel ihr da einzahlen könnt. Und das Gute ist, je jünger man das Ganze macht, desto niedriger sind auch die Beiträge, die man zahlt. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, euch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und euch darüber zu informieren. Also ich meine, ihr könnt natürlich selber entscheiden, ob ihr das machen möchtet oder nicht, aber zumindest mal zu wissen, was Sache ist und wie das Ganze funktioniert und sich vielleicht mal so ein bisschen beraten zu lassen, dass, ja, finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Ach ja, und was mir hier noch ganz wichtig ist, für den Fall, dass ihr euch jetzt sagt, ach, das betrifft mich eh nicht, das wird mir eh nie passieren, damit beschäftige ich mich erst gar nicht. Es ist tatsächlich so, dass 1/4 aller Arbeitnehmer in Deutschland ihren Beruf aufgeben müssen, entweder weil der Körper und oder die Psyche eben nicht mehr mitspielt. Und ja, das ist echt eine ganz schön hohe Zahl. Deswegen würde ich euch, wie gesagt, einfach raten, euch mal mit dem Thema zu beschäftigen, euch vielleicht auch mal irgendwo beraten zu lassen und ein Gespräch zu führen. Ich habe das damals auch so gemacht und auch viel mit meinen Eltern darüber diskutiert, was denn jetzt da gerade für mich Sinn ergibt, auch wie viel man da zahlen möchte, wie viel da irgendwo möglich ist. Ja, wie gesagt, das könnt ihr ja ganz individuell gucken. Ich arbeite für dieses Video ja wie gesagt mit der Sparkassenversicherung zusammen und bei denen gibt es auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist die Weiterdenker BU und die richtet sich eben speziell auch an junge Menschen und dort könnt ihr euch auch dazu beraten lassen, warum das eben auch gerade speziell für junge Menschen wichtig ist. Mich würde es jetzt mal interessieren, welche Dinge ihr denn gerne gewusst hättet, bevor ihr zu Hause ausgezogen seid. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare und für den Fall, dass ihr noch zu Hause wohnt, dann fände ich es mal ganz spannend zu wissen, was euch denn so am meisten ansprechen würde sozusagen, welche Wohnform, also könntet ihr euch am ehesten vorstellen, alleine zu leben oder in der WG, vielleicht auch in einem Wohnheim, schreibt mir das ebenfalls gerne mal. Und hier drüben kommt ihr jetzt noch zu meiner Morgenroutine, darunter gibt es die Playlist mit allen bisherigen Selbsthilfegruppen-Videos. Wenn ihr auf die Glocke klickt, dann werdet ihr künftig benachrichtigt, immer wenn es ein neues Video von mir gibt und ich hoffe, wir sehen uns hier nächstes Mal wieder. Bis dann, tschüss!